Epepura. Elden Ring. Woo. Wir sind in Nokron angekommen letztes Mal. Wir haben Altos besucht. Und mit Altos besucht meine ich, wir haben eigentlich alles auf dem Altos-Plateau gemacht, was wir da Interessantes machen können. Technisch gesehen gehört der Game ja auch zu Altos. Und wir haben ihn ja auch teilweise sogar schon gemacht. Wir sind die Runde gelaufen, um Selen's Quest zu machen und haben die abgeschlossen. Wir haben für Millicent hier in Dominula den Apostel besiegt. Oh ja, und vorher natürlich in der Schattenburg den Jäger da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ist ja auch nicht so wichtig. Schattenburg durchgemacht. Und dann sind wir halt nach Nokron endlich runter und haben hier eigentlich gar nicht viel gemacht, außer im Heilighornland den Ahnengeist zu besiegen. Und eigentlich sind wir ja hier für die Fingertöterklinge, für Rani. Und das ist, was wir jetzt auch direkt machen als erstes. Einmal hier durch. Was auch immer uns hier entgegenkommt. Wir wissen ja ungefähr, was kommt, aber so, dass ich nicht mehr. Hier muss man lang, ne? Ja. Kann ich den nicht anvisieren? Also. Okay, das geht natürlich so schon viel besser. Kurz den Controller einmal abstecken, der will gerade nicht so ganz. Dann habe ich eigentlich immer Controller-Probleme, egal was ich mache. Ne? Also mit der will nicht so ganz meine ich, das hat gerade einfach nicht reagiert, teilweise den Charakter mehr bewegt. Vielleicht weil der USB-Anschluss nicht funktioniert, ist ja eigentlich auch wurscht, was mein Problem ist. Ich sterbe, ist auch umso lustiger. So, da zu dem großen Thron wollen wir, ne? Ich meine, über Nokron will ich jetzt hier überhaupt nicht so viel reden. Da haben wir im ersten Spielverlauf wirklich, glaube ich, schon mehr als zu Genüge drüber geredet. Und wir werden hier im zweiten jetzt auch nichts wirklich Großartiges Neues finden. Außer, dass natürlich weiterhin beachtet werden sollte, dass wahrscheinlich nicht umsonst hier gerade in Nokron die Fingertöterklinge zu finden ist. Als wären die hier quasi wirklich gegen die zwei Finger. Hier drin findet man die Mimikträne, die hole ich jetzt nicht nochmal. Einmal reicht, glaube ich. Jetzt kann ich nicht, dass ich rausgesprungen bin. Das ist eigentlich wurscht. Die Imitatorträne, Entschuldigung. Der ist ja jetzt hier auch noch zu helfen. Ja, das war ja auch nichts. Der weicht ja auch nicht aus, glaube ich.
Der Nachtkomet ist wirklich viel wert gegen Gegner, die gerne mal ausweichen. Also alles, was NPC-Größe hat. Sehr praktisch. So, jetzt sind wir auch schon fast durch. Das ist witzig, dass man die töten kann, bevor sie sich verwandeln. Der hier wäre ja eigentlich zu einem Troll geworden. Ich glaube, beim Rest sind auch so ein, zwei dabei, die zu NPC-Gegnern geworden wären, aber tja, so wird es natürlich nichts. Und hier haben wir jetzt. Und das ist das Schöne, wenn man Ranis Quest noch nicht so weit hat, kann man diese Truhe gar nicht aufmachen. Weil das Schicksal noch nicht so weit ist. Die Fingertöterklinge. So, schauen wir doch nochmal zur Erinnerung, was das war. Der verborgene Schatz der ewigen Stadt Nokron. Eine aus einem Leichnam geborene Klinge. Dieser blutgetränkte Fetisch beweist den Hochverrat der ewigen Stadt und symbolisiert gleichzeitig ihren Niedergang. Kann von Schicksalslosen nicht geführt werden. Soll aber dem höheren Willen und seinen Vasallen schaden können. Ein bisschen erinnert es mich vom Aussehen her an die Rune des Todes. Leider ist es halt nur so ein Item, was man nur hier im Inventar anschauen kann. Das macht es natürlich ein bisschen schade. Aber es hat schon sehr was. So gerade das Heft und sowas, wie das eben aussieht, dass die Rune des Todes ist ja. Eigentlich auch so nach unten oder ja, so ein bisschen wie bei dem Elden Ring Bild hier oben, der untere Teil mit diesem der so ist. Aber das ist wahrscheinlich nur so prinzipiell so ein bisschen ein ähnlicher Style, weil es halt was ist, was den zwei Fingern schaden kann. Ich vermute fast, dass der normale Schicksalstod, den wir ganz am Ende hier erobern, der ja teilweise ist, was Rani ja auch benutzt hat, um Godwin und so zu töten. Ich vermute, der Schicksalstod kann den zwei Fingern nicht schaden. Sonst hätte Rani wahrscheinlich genau das schon verwendet, um ihre zwei Finger zu töten. Ich meine, sie hatte es ja schon. Aber das Ding hier halt schon. Das scheint eine. Also es wäre möglich, dass es so eine Art weiterentwickelte oder, naja, besser ausgearbeitete Version vom gleichen Prinzip ist. Es ist aber natürlich auch möglich, ich meine, das Ding heißt ja nicht umsonst Fingertöterklinge. Es ist möglich, dass es gebaut wurde von Nokron, um die Finger zu töten. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie es gebaut haben als irgendeine mächtige Waffe und man kann damit halt die Finger töten, aber es war vielleicht nie das vorgesehene Ziel. Beides sehr gut möglich. Was mache ich eigentlich? Hier müssen wir ja nicht weiter irgendwas machen. Ich gehe zu Rani und gebe das ab. Ich kann echt einen Grund, was anderes zu machen. Ah, Mist. Oh, ich glaube, jetzt müssen wir auch noch mal bei Celebes vorbeischauen. Jetzt, wo wir so weit sind.
sehe gerade diese komischen Sternstreifen, die hier vom Himmel kommen, ne? Die sieht man ja auch hier im Süden, boah, ganz schön weit im Süden, hier auf dieser Dorfhochebene, also diesem, naja, Mondplateau oder wie auch immer das heißt. Wo eben auch die Kathedrale von Manos Seles ist, wo ja Rannis Quest aufhört. Da sieht man ja auch diese Sternenstreifen, also diese wahrscheinlich abgestürzten Sterne. Hier sind die einfach auch zu sehen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber eigentlich ganz witzig, dass man sie wirklich quasi genau aus Rannis Tür heraus sehen kann. So, schauen wir mal, was sie sagt. Hey, falsche Taste. Ah, ihr wart das. Also doch nicht Blythe. Selbst in meinem Schlummer konnte ich es fühlen. Ihr habt ihn, nicht wahr? Den verborgenen Schatz von Nokron. Ich danke euch. Endlich fügen sich alle Teile zusammen. Bald beginnt meine Reise, dem dunklen Pfad, den allein ich beschreiten darf. Ah, aber bevor ich euch verlasse, werde ich euch noch das hier anvertrauen. Ich danke euch für eure hervorragenden Dienste. Vielleicht ein etwas seltsames Geschenk, aber jemand Besonderes wie ihr weiß es gewiss zu schätzen. Ich bin mir nun sicher, dass die Hand des Schicksals uns wieder zusammengeführt hat. Ich muss auch Sturmwind danken. Ihr könnt nun gehen. Es war zwar kurz, aber ihr habt mir vortreffliche Dienste geleistet. Was gibt es? Ihr könnt gehen. Auch ich muss bald aufbrechen und dem dunklen Pfad folgen, den allein ich beschreiten darf. Okay. Jetzt sind wir da. Schon wieder Tschüss sagen zu Rani, wie immer. So, die Statue, die sie uns gegeben hat, ist, sagt sie ja selbst, ein etwas seltsames Geschenk. Und wenn wir uns erinnern, werden wir jetzt eh auch nochmal machen, aber wenn wir uns erinnern, durch die Statue kann man ja in der Karianischen Lehrhalle dann den Turm umdrehen und dadurch hoch auf den heiligen Turm von Dionia, wo Rannis Leichnam liegt. Und ihr Todesmal, was man ja für Fia eigentlich holt. Und das seltsame Geschenk ist eigentlich gar nicht die Statue, sondern eben die Möglichkeit, ihre Leiche zu finden. Die Möglichkeit, das Todesmal zu finden. Und das ist ja das wirklich Seltsame dran. Aber sie weiß, dass das für uns interessant sein könnte. So, schau mal, was ihre ganzen Vasallen treiben. Ichi dürfte der Einzige sein, dem es noch gut geht. So, Celovis. Oh, okay. Ich habe mir gedacht, den gibt es nicht mehr. Ich möchte eine neue Puppe. So, ich egal. Die haben wir ja alle schon gekauft. Wir haben doch Gefäßunhalt und Dolores haben wir doch im Inventar. Sagte, das hätten wir nicht. Ach so, weil die aufgerüstet sind. Ah, die plus 0 Terolina haben wir und die plus 9. Und die wird gewählt, aber nicht die plus 9. Okay, ja. Aber eigentlich, wie immer, EG sage ich Celebis, wie immer ein bisschen bockig. Wahrscheinlich muss ich einmal resetten, nachdem jetzt Rannis Quest soweit ist. Weil Rani ja jetzt geht. Also sie dürfte jetzt in ihrem Turm auch gar nicht mehr sein. Ja, gehen wir einfach mal kurz gucken. Die müsste jetzt eigentlich verschwunden sein. Ich mich eigentlich gleich mal hinsetzen können, bevor ich zu Celebes gerannt bin. Aber es ist ja typisch für Celebes, dass man dreimal hinrennen muss. Ach, hier ist jetzt ja auch eine Gnade. Das ist ja auch irgendwie einfach. Das finde ich einfach komisch. Ich frage mich, wofür das gut ist, dass jetzt hier auch eine Gnade direkt in Rannis Raum ist. Was ist da der Vorteil von? Soweit ich weiß, passiert dann da später auch nichts weiter. Weißt du was? Ich mache hier einfach mal ein Symbol hin. Da gucken wir später einfach nochmal vorbei. Vielleicht ist ja doch irgendwas, was ich noch nicht weiß. Aber irgendwie kommt es mir einfach seltsam vor.
Weil jetzt brauchen wir sie ja auch nicht mehr. Also vorher, wenn wir die ganze Zeit mit ihr reden müssen und so immer wieder zu ihr hinlaufen, da wäre es natürlich cool, die Gnade direkt vor ihrem Gesicht zu haben. Aber jetzt, so, ja und? Der Raum ist jetzt leer. Bleibt es, glaube ich, auch. So, was ja auch gerade ist, ist, dass Blythe eingesperrt sitzt im Siegelgefängnis, in dem, wo Dariel vorher war. Und wir könnten natürlich nochmal gehen und ihn befreien. Ich will es diesmal aber lassen und dann schauen, was passiert, weil er taucht ja dann als Kampf später auf. So. Genau, jetzt ist Selovis tot. So, seine Klangperle und seinen ganzen Kram hier. Das hatten wir wahrscheinlich auch alles schon, wenn ich nicht irre. Eine lange leuchtende blaue Robe, auf die der Lauf der Sterne gezeichnet ist, stammt von den Zauberpräzeptoren, die der königlichen Familie von Karia dienen. Schimmersteinzauberer sind die Nachfahren von Astrologen, das vergaßen die Karianer nie, auch wenn ihr Schicksal längst von den Sternen getrennt war. Das ist soweit okay, ja, Sterne sind wichtig, aber das Wichtige eigentlich ist ja der Präzeptorenhut. Beziehungsweise mit der Maske des Vertrauens kombiniert. Der Präzeptorenhut ist ja quasi eine Maske des Vertrauens, wo noch ein großer Hut drauf ist. Und da steht eigentlich das Gleiche. Ein großer Hut mit Bewegung der Sterne auf der Innenseite. Aber bei der Maske des Vertrauens steht ja extra dabei, eine Maske, deren Mund mit goldenen Fäden zugenäht ist. Nach seiner Vermählung mit Renala befahl Radagon den Zauberpräzeptoren, diese Maske zu tragen. Sie sollte verdeutlichen, dass ihre Angelegenheiten nicht für die Ohren Dritter bestimmt sind. Also, ich meine, da wir ja jetzt wissen, dass Radagon das riesige Geheimnis hat, dass er Marika ist, vielleicht ist es nicht unbedingt deswegen, aber die Zauberpräzeptoren scheinen halt wirklich sehr, also Leute sein, die wirklich irgendwelche Informationen haben oder Radagon sehr vertraut sind und er verbietet denen, das halt irgendwie weiterzuerzählen oder lässt damit symbolisieren, dass die das nicht weitererzählen dürfen, was sie erfahren. Vielleicht wissen sie um sein großes Geheimnis, dass er Marika ist, vielleicht werden sie für irgendwelche Pläne verwendet. Ich kann mir auch vorstellen, dass Celebus eben nicht einfach nur randomly hier ist, weil er Rani hot findet und sie als Puppe möchte. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein Grund ist, dass er von Marika bzw. Radagon geschickt wurde, auf Rani so ein bisschen zu achten und zu gucken, was sie macht, weil ich würde Marika nicht zutrauen, dass sie einfach darauf vertraut, dass Rani kein Problem für sie wird. Ah, cool, man kann sogar noch bei ihm Puppen kaufen, wenn man will. Sehr lustig. Dabei haben wir doch seine Klangperle extra bekommen. Viel interessanter ist jetzt natürlich auch Vidia. Der ist ja quasi Selovis Diener. Und der chillt ja hier unten im Anwesen. Und der schreit auch schon, man hört ihn schon schreien. Arg, arg. Haltet ein, bitte aufhören. Ihr seid meine Puppen. Ihr wart mein Ein und Alles. Konntet ihr nur eine derartige Wonne vergessen? Puh. So, und er ist tot und wurde von den Puppen jetzt einfach getötet. Ich vermute, was passiert ist, so rein chronologisch ist. Rani hat sich aufgemacht auf ihre Reise und bevor sie gegangen ist, hat sie Selovis getötet. Selovis hatte ja eh auch vor, Rani zu töten. Man kann ihr ja dann diesen, man kann sich ja von ihm diesen Trank brauen lassen, den man dann Rani geben soll. Den gleich eine stärkere Version von dem Trank, den man auch Nephelilu gegeben hat. Und ich vermute, Radi weiß ja Bescheid. Also, wenn man dir den Trank gibt, dann stirbt sie daran auch nicht. Dann ist sie nur so: Ja, okay, ich bin enttäuscht, dass du dich jetzt hier gegen mich stellst. Und tötet einen einfach so mit dem Fingerschnippen quasi. Und das kann sie ja mit Selovis genauso machen. Und ich gehe mal davon aus, weil, egal ob sie jetzt weiß, dass Selovis sie verraten will oder nicht, Radi zeigt sich ja sehr als Person, die keine offenen Fäden übrig lassen will. Ich meine, Blythe ist im Siegelgefängnis, Iji wurde von den Assassinen getötet und Selovis hat sie höchstwahrscheinlich einfach selber getötet. Und ich würde fast vermuten, Selovis ist ja der Meister der Puppen, dass diese Puppen hier zwar Pidia gehören, aber Selovis die Kontrolle über die hat. Und dadurch, dass Selovis tot ist, können die Puppen halt jetzt wieder frei agieren und die haben wahrscheinlich sich an Pidia gerächt dafür, dass sie halt als Puppen leben müssen. Weil die sind ja aus Menschen gemacht. Wahrscheinlich halt nicht mal aus Leichen, sondern wirklich aus Menschen, die halt dann quasi gezwungen werden, sich so zu bewegen, wie auch immer. Und hier kriegen wir jetzt die Puppe von der Fenilu endlich. Nachdem wir ihr den Trank gegeben haben, haben wir jetzt wirklich auch nochmal die Bestätigung. Wir haben sie ja schon gesehen in Celebes Keller, aber hier gibt es jetzt
Eine von Saint-Louis Lieblingspuppen. Hiermit ruft ihr den Geist von Nephilim Lou. Puppe einer Kriegerin, die von ihrem reinen Herzen betrogen wurde. Führt eine Sturmfalkenaxt in beiden Händen und nutzt das Talent Gewitter. Ein Rohdiamant, der besondere Pflege verdient, damit sein Potenzial nicht vergeudet wird. Nephilim Lou war eine wahre Kriegerin. Und das ist natürlich jetzt richtig, richtig traurig in dem Hinblick, dass sie jetzt in diesem Spielverlauf halt gestorben ist und als, ja, nicht gestorben, aber als Puppe halt verendet ist. Okay, jetzt gehört sie uns, aber naja, nach dem, was wir ja im ersten Spielverlauf über sie erfahren haben, ihre Story gesehen haben, wie krass ihr Potenzial eigentlich ist und wie weit sie sich aufschwingt und wie sehr sie ein wirklich, wirklich gutes Ende für ihre Questreihe kriegt, nach all den bitteren Enttäuschungen und Schicksalsschlägen, die sie hatte, für Elden Ring so untypisch. Ehrlich gesagt, will ich die gerne benutzen. Eine Puppe, die uns jetzt natürlich fehlt, die wir nicht kriegen können, ist, man kann den Trank, den wir Nephilim gegeben haben, ja auch dem Dummfresser geben. Aber dafür muss man halt erstmal überhaupt bis zum Dummfresser kommen, bevor man diese Questreihe soweit gemacht hat. Und die Puppe vom Dummfresser enthält nicht wirklich interessante Informationen über ihn. Das ist ein bisschen, ja, so ist es halt. Deswegen. Und der Dummfresser ist für uns auch nicht mehr jetzt interessant. Der ist natürlich auch sehr, sehr geil zu beschwören. Ist auch eine meiner Meinung nach besten Beschwörungen. Aber Nephilim macht halt auch was her. Und ich glaube fast, dass darauf können wir uns einlassen. Das ist fair, so sie zu ehren, indem wir sie als potenziell unsere Standardbeschwörung nebenbei kämpfen, wo es nicht ganz so krass wird. Mal sehen. Für Malenia würde ich sie jetzt nicht benutzen, glaube ich. Aber das meiste andere schon. Natürlich mal kurz gucken, ob wir überhaupt die Blumen dafür haben. Für den Spaß. Glaube ich, denke ich hier hin. Gucken, ob ich Blumen habe. Muss ich auch hier gucken. 3, 9. Ja, wir haben immerhin ja gerade eine 10er gefunden. Das heißt, prinzipiell geht's, aber wir müssen ein paar kaufen. Wir können zum Glück alle bis auf die 10er ja auch kaufen. Wir haben ja im ersten Spielverlauf alle Klangperlen bekommen. Ja, der Dummfresser ist ja auch schon hier. Hallo. So, die alle mal jetzt hier abgegeben, die unwichtig sind. So, hier noch. Ach, Selen auch noch und Selovis. Haben wir ja alles schon längst gekauft, ist ja egal. So, wo ich eigentlich hin wollte, ist ja hier. So, Geistertali. Perfekt. Gut, dass wir so viele Runen auf der hohen Kante haben. Quatsch. Zu der wollen wir noch. Fast alles ausgegeben, was wir noch hatten, ey. Aber dafür haben wir sie jetzt auf plus 10. Ich glaube nicht, dass Gideon was dazu zu sagen hat. Ich sehe, ihr habt eine weitere große Rune gefunden. Wunderbar, ihr seid wahrhaftig eine würdige, befleckte Mitstreiterin. Okay, jetzt sagt er einem einfach, dass man nach Altos gehen soll und so weiter und so weiter. Kann ich über die ganzen Leute nochmal fragen. Ja, nicht so wichtig. Ja, eine Sache ist vielleicht noch interessant. Über Morgoth. Morgoth, der Gnadenbeschenkte, ist der Herr von Laendel, der Hauptstadt. Sie liegt am Fuße des Erdenbaums östlich des Altos-Plateaus. Aber die zwei Finger haben uns untersagt, dorthin zu gehen. Bis wir genug große Runen haben, um den Elden Ring zu reparieren. Setzt euch vorerst anderweitig Ziele. Der verschleierte Monarch kann warten. Bin ja auch immer so ein bisschen interessant, dass man eigentlich nur zwei große Runen braucht, um den Elden Ring zu reparieren. Nicht mehr. Aber ich habe immer das Gefühl, auch wenn sich's im Spiel nicht niederschlägt, wahrscheinlich ist je mehr große Runen man mitbringt, umso besser. Wahrscheinlich kann er dann umso stabiler repariert werden. Aber es ist einfach kein Unterschied im Spiel. Was ein bisschen schade ist, es wäre natürlich ganz cool, wenn so, je nachdem wie viele man hat, am Ende des Endes so ein bisschen wenigstens visuell so einen kleinen Unterschied hat oder sowas. Oder in dem Satz, den der Erzähler dann sagt oder so. Ich würde jetzt zwischen 2 und 7 Runen schon ein großer Unterschied.
Technisch gesehen, das ist 3 und 8 Runen. Man darf nicht vergessen, dass man die Rune des Todes ja auch mitbringt. So, fragen wir doch mal hier den guten Dummfresser, was er hier will. Habt ihr den Fluch jemals mit eurem ganzen Wesen gespürt? Die Pocken des Lebens, von allen gefürchtet und verabscheut. Geschmähte Segen. Anscheinend nicht. Ihr seid nur ein Lamm, der Schändung fremd und in Unkenntnis über eure eigene Unwissenheit. Ihr interessiert mich nicht mehr. Ich hatte schon lange keinen Frieden mehr. Verderbt mir meine Stille nicht. Okay. Wir müssen ja erst einen Fluch des Saatbeets finden, um ihm und ihm geben, damit er einem den Schlüssel für die Kanalisation gibt. Und dann muss man halt in der Kanalisation erstmal seinen Käfig aufmachen und dann erst theoretisch könnte man ihm den Trank von Zelovis geben. Und das heißt, man muss eigentlich schon Leyndell und die Kanalisation wirklich besucht haben. Das ist schon ziemlich weit dafür, dass wir in Rannis Quest jetzt schon so weit sind. Das Mainfeld mit Fia müssen wir ja auch mal reden, damit wir die auch mal ein bisschen durchboxen. Es dauert immer so lange bei der. Naja. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Möchtet ihr, dass ich euch erneut halte? Jo. Kommt näher. Ihr seid so, so warm. Jo. Geheimsprechend. In meiner Heimat war ich als Gefährtin auf dem Sterbebett bekannt. Nachdem ich die Wärme und die Lebenskraft vieler tapferer Helden genossen hatte, legte ich mich zu den Überresten eines erhabenen Fürsten, um ihnen ein neues Leben zu schenken. Das ist meine Bestimmung. Aber bevor ich den Fürsten in ein neues Leben tragen konnte, hat mich die führende Hand der Gnade erweckt und ich wurde aus meiner Heimat vertrieben. Ich bitte euch, erweist mir diese Kunst. Trotz allem wünsche ich weiter als Gefährtin auf dem Sterbebett zu dienen. Daher bitte ich euch, lasst mich euch halten, wann immer ihr es wünscht. Das ist eigentlich interessant. Das ist ein Aspekt, den habe ich überhaupt noch nie so beachtet. Die Tatsache, dass sie halt so ist, dass sie so viele Leute hält und deren Wärme genießt und dann einem Fürsten zu einem neuen Leben verhelfen will. Also ich meine, ihr Ziel ist ja eigentlich. Also wir wissen ja nicht genau, was ihr Ziel ist, aber das ist, fühlt sich ja mal an, sie macht es ja für Godwin eigentlich alles. Der ist ja der Fürst, den sie jetzt hier zu einem neuen Leben verhelfen will. Anscheinend eher im Sinne von, dass dann durch in ihr quasi durch Godwin diese neue große Rune heranwachsen kann. Aber es klingt ein bisschen so, als würde sie von den Leuten, die sie umarmt, ein bisschen Wärme, ein bisschen Energie, ein bisschen Lebenskraft nehmen. Macht sie ja buchstäblich mit dem Segen des Firmaments. Weißt du so? Ja. Mit dem nimmt sie einem ja auch ein bisschen Leben. Und es ist natürlich möglich, dass sie dieses Leben in sich quasi aufnimmt und sammelt und dann an den Fürsten weitergibt. Das ist so ein. Könnte sein, dass es so was Simples am Ende ist. Finde ich auch gerade interessant. Ja, im Deutschen heißt es ja Segen des Firmaments und im Englischen heißt es Baldachins Blessing, also ein Baldachin. Eben dieses, was über dem Bett hängt, diese Schleier und so ein Kram. Was wir ja eigentlich ein Himmelbett nennen. Also ist das Firmaments eigentlich gar nicht mal so verkehrt als Übersetzung, aber schon so ein bisschen, das nimmt diesen ganzen Bettaspekt einfach raus. So. Und hier hat sie das ja auch gar nicht so im Bett. Hier hat sie ein ganz normales. So, sie will einen Gefallen. Jetzt geht mit die der ganze Spaß los. Meine tapfere Seele, dürfte ich euch um etwas bitten? Würdet ihr die Person finden, der dieser Dolch gehört und ihn ihr zurückgeben? Ja. Er war ein Geschenk. Er ist sehr wertvoll und nimmt gewiss einen besonderen Platz im Herzen seines rechtmäßigen Besitzers ein. Ich möchte, dass diese Person den Dolch bekommt, wenn es euch nichts ausmacht. Die Art, wie sie redet, ist also total interessant. Sie ist ja völlig so, ja, nee, das ist nur ein Geschenk, gibt es dem Besitzer zurück. Aber
sagt es mit einem Tonfall, das kann man natürlich nicht hören, weil ich die ganze Zeit drüber laber. Das müsst ihr euch da vielleicht einzeln anhören, aber es klingt schon so ein bisschen, als wären der Implikation drin. Und es wirkt auch so, als würde es eigentlich darum gehen, dass man diesen Dolch halt nimmt und Rache übt an wer auch immer versucht hat, sie damit zu töten. Und das aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat. Wir wissen nicht, warum die Person, die versucht hat, Fia zu töten, es nicht geschafft hat. Eine Vermutung ist, dass Fia selbst nicht die Kämpferin ist, aber es gibt ja die ganzen Leute, die an Fias Seite stehen. Rogier zum Beispiel, der ja auch hier in der Tafel und Feste ist oder war, mittlerweile dürfte tot sein. Und Lyanna und sowas. Also es gibt ja, ich meine, der Bosskampf für Fia ist ja buchstäblich Fias Champions, wo man gegen 5 NPCs am Stück kämpfen muss, die alle ja, von ihr umarmt wurden und ihr Energie geschenkt haben und für sie einstehen. Schade eigentlich, weil wir reden danach mit Fia und tun ihr Gefallen, aber wir müssen trotzdem gegen ihre Champions vorher kämpfen, warum auch immer. Wir sind auch auf ihrer Seite. Naja. Fällt mir gerade was auf, diese Kette, die sie um den Hals trägt, die erinnert mich. Ja, kann man das angucken? Toll, jetzt dreht sie ihren Kopf. Schwer zu erkennen, ne? Aber ich glaube, das ist so ein Trickspiegel, oder? Na, nicht so wirklich. Nee, war eine fixe Idee. So, die war natürlich derjenige mit dem Dolch, weil, ja, ich schaue den Dolch kurz an. Der Hinweis ist sehr, sehr, sehr eindeutig. Ein Dolch von Fia, der Gefährtin auf dem Sterbebett. Sie möchte, dass er seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht wird. Dieser Dolch war früher eine ganz besondere Waffe aus verflochtenem Gold und Silber, doch mittlerweile ist er abgenutzt und durch einen schwarzen Riss verunstaltet. Ja. Von wem sonst soll es sein, als von dir? So, was sagt er eigentlich über sich selber? Ich diene der goldenen Ordnung, damit ich dieses verderbte Land wieder auf den rechten Weg führen kann. Ganz unter der Führung des glorreichen Eldenrings. Wer im Tode lebt, für den haben die Prinzipien der goldenen Ordnung jegliche Bedeutung verloren. Ihre bloße Existenz besudelt die goldene Führung, befleckt ihre Wahrheit. Also muss dieses Ungeziefer ausgemerzt werden. Bis auf das letzte Exemplar. Ja. Also er ist halt einfach ein Fanatiker der goldenen Ordnung. Das ist so, das sieht man so auch sonst nicht von anderen Leuten. Der steht halt sehr dafür ein, für die ganzen Fundamentalisten und so. Klar, weil die, die im Tode leben, stehen ja irgendwie sehr gegen die Gesetze der Kausalität und der Regression, weil es ja weder die Kausalität von man wird getötet und dann ist man tot, wirklich irgendwie einhält und es hält auch nicht die Regression ein, weil wenn man tot ist, verrottet man einen so weiter. Das passiert denen ja auch nicht so richtig. Die leben da ja einfach weiter. Naja. Den verwitterten Dolch überreicht. Was haben wir denn hier? Wie seid ihr an diesen Dolch gekommen? Nun ja, das spielt letztendlich keine Rolle. Ich weiß nur zu gut, wessen Dolch das ist. Warum bringe ich ihn nicht einfach für euch zurück? Gute Arbeit, dass ihr dieses wertvolle Stück zu mir gebracht habt. Und das ist. Dass er genauso wie Fia nur von hey, ja, den Dolch seinem Besitzer bringen, reden ist so. Es ist mir zu subtil, wenn ich nicht wissen würde, dass es darauf hinausläuft, dass er versucht, sie umzubringen damit und sie ihn dann umbringt. Würde ich das nicht verstehen. Da bin ich dumm für. So, schauen wir mal dem hier. Okay, dem geht's nicht gut. Aber er lebt noch. So, der ist weg. Und da ist sie. Da sitzt sie bei seiner Leiche. Und jetzt hören wir uns ihre Rede nochmal an. Diese Tür sieht offen aus, ne? Weil die so dunkel ist.
Sie hat ja diese kleine Rede jetzt für die Tafelrundfeste, die natürlich super interessant ist, aber gerade jetzt im Kontext, jetzt wo wir schon komplett wissen, was dann mit ihr passiert, ist es natürlich viel interessanter. Was aber voll interessant ist, Roger wurde von der Todespest getötet. Also war sie es vielleicht doch einfach selber. Ich meine, sie beherrscht ja die Todespest in dem Sinne. Es gibt ja nicht umsonst ihren Zauber, Fias Nebel. Eine Zauberei von Fia, Gefährtin auf dem Sterbebett, erzeugt einen tödlichen Nebel vor euch, der Todespest an alle verursacht, was ihn betritt. Diese Zauberei wurde entwickelt, um sich der Tafelrundfeste entgegenzustellen. Sie ist nur gegen die Befleckten wirksam. Endlich ist wieder vereint, was zusammengehört. Das gestohlene Weihezeichen des erhabenen Fürsten. Und nun heißt es auch für mich Lebewohl. Aber ich bitte euch, überbringt der Tafelrundfeste diese Nachricht. Mein Name ist Fia, Gefährtin auf dem Sterbebett. Hört meine Worte, Tafelrunde. Stört nicht den Tod von Godwin, dem Erhabenen. Wir, die wir demütig im Tode leben, leben in Erwartung des Tages, an dem wir unseren Fürsten willkommen heißen. Wer nimmt sich das Recht, uns dies zu verweigern? Unser Fürst wird sich erheben, der Fürst der vielen und der Schwachen. Und dann schwebt sie einfach weg. Und das ist, merke ich auch gerade, auch brennend interessant, weil Elden Ring ist so generell Souls-Spiele ja meistens, man sieht nicht, dass Charaktere sich bewegen, außer man beschwört sie. Aber sonst, die bewegen sich nicht. Die laufen nicht rum, die bleiben an ihrer Stelle stehen. Und wenn man will, dass sie woanders hingehen, dann muss man sich einmal in die Gnade setzen oder neu starten. Dann bewegen sie sich, nur wenn wir es nicht sehen können. Und Fia hätte hier jetzt auch eiskalt einfach stehen können und sagen können, ja, lebe wohl. Und wenn wir uns hinsetzen, verschwindet sie. Aber so ist es nicht. Sie ist vor unseren Augen verschwunden und so. Sie Arme ein bisschen ausgebreitet und durchsichtig geworden, wenn sie so nach hinten oben schwebt. Wie ein Gespenst, wie ein Geist. Vielleicht ist Fia auch eine. Sie sagt ja auch, wir, die wir im Tode leben. Und es ist, glaube ich, haben wir eigentlich nie thematisiert, dass es sehr gut möglich ist, dass Fia selbst tatsächlich eine Person ist, die im Tode lebt. Die, die im Tode leben, sind eben nicht nur Skelette. Die sind bekanntest davon, aber wir haben ja auch Geister. Geister sind ja auch so. Vor allen Dingen die Tibia-Seefahrer sind ja genauso Leute. Die tragen ja auch so Kutten und so viel Goldschmuck und so ein Zeug. Da ist ja schon ein bisschen eine Ähnlichkeit vorhanden. Aber ich meine, ihre Ansage ist ja auch deutlich. Wir haben jetzt auch gerade den Nebel ja nochmal gelesen. Es ist entwickelt, um gegen die Tafelrundfeste zu kämpfen, aber nicht im Ziel, die Tafelrundfeste zu zerstören oder sonst was, sondern einfach nur aus einer reinen Selbstverteidigung raus. Aus einem, hey, wir haben auch unser Recht auf Leben, also bitte Tafelrundfeste, komm uns nicht in die Quere und verhindere das nicht, sonst kommt euch das teuer zu stehen. So wie die. So wie die. Übel. Und ich glaube, noch jemand, den es mittlerweile erwischt haben sollte, aber ich glaube, das ist einfach nur Zufall, dass wir das jetzt auch gerade gemacht haben, ist natürlich Rogier. Ich glaube, der würde sonst potenziell auch früher sterben, wenn man früher mal mit ihm reden würde. Nee, der ist noch gar nicht tot. Vergesst es. Das passiert erst noch. Okay. Vielleicht ja jetzt. Kann natürlich sein, dass genau das der Auslöser war. Nee, den hat. Der ist immer noch am Leben. Okay. Dann weiß ich nicht, was der Auslöser ist. Okay. Das ist die große Frage. Machen wir jetzt mit der Quest von ihr weiter? Ja, wir gehen einmal hier zu der Gelehrtenhalle. Boah, das ist ja voll der weite Weg. Bin überhaupt noch nicht in der Nähe. Liebes Lieschen. Was wir natürlich auch bedenken müssen, wir müssen ja auch noch Rannis Quest irgendwann auch noch weitermachen. Und was wir bedenken müssen, ich will natürlich den Segen des Firmaments. Man sieht auf dem Symbol von dem Segen des Firmaments, sieht man ja in der Mitte diese Tür, aber drumherum sind ja diese Vorhänge und es ist ja schon sehr wie so ein Himmelbett gestaltet.
Und da steht ja auch, dies ist die Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbebett, der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Und das ist natürlich interessant, dieser Satz, gerade im Hinblick darauf, dass die, die im Tode leben, existieren und von Fia geschützt werden. Meinst du quasi, dass die, die im Tode leben, im Frieden leben? Und man sollte sie auch in Frieden lassen? Ach, die Gnade hier nehme ich gerade mal mit, wenn man schon vorbeireitet. Wer weiß. Man weiß ja nie, ob man doch noch irgendwo hin muss in der Nähe. Glaube ich zwar nicht. Ja, falls ich irgendwann sage, ach, wir müssen ja unbedingt noch in den Einsel den Drachenblutsoldaten bekämpfen oder so ein Quatsch. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Grund zu, das zu machen. Außer, dass es ein extrem cooler Kampf ist. Boah, dass es hier so dunkel ist, ist ein bisschen ermüdend. Schlaf gleich ein. Ich vergesse nochmal Screenshots zu machen, von was wir auch hier erleben. Blöd. Hier sind auch diese blauen Blumen, die immer mit Bankier assoziiert sind und mit Karia. Wahrscheinlich auch schon mal. Habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber. Was ich vielleicht noch nie erwähnt habe, ist, dass ich es tatsächlich extrem interessant und sympathisch finde, dass in der Welt ganz oft diese Gespenster und die Fingerleserinnen existieren, die einem einfach nur einen Hinweis geben und eigentlich immer nicht Meta sind, aber so ein bisschen nicht nur Lore, sondern wirklich auch interessante Infos für den Spieler. O Himmelskugel, an die Nachwelt weitergegeben, der Weisheit des Mondes und der Sterne, für immer verschleiert seien die Sünden der Prinzessin. Und das ist interessant, weil ja klar, worum es hier geht, ist natürlich nicht wirklich um die Himmelskugel, sondern dass, wenn wir hier die karianische Statue hinstellen, die ja witzigerweise, ich hätte sie ja andersrum hingestellt, aber ich hätte keine Ahnung, worum es geht. Vielleicht ist es ein Mechanismus, der genau passt. Ne? Ja, die Sünden der Prinzessin, die verschleiert werden, sind natürlich nur entdeckbar, wenn man hier durchgeht, nachdem man die Statue hingestellt hat. Was, finde ich, auch sehr lustig ist, weil die Sünden der Prinzessin, die wir aufdecken, sind ja, dass sie sich selbst hat umbringen lassen mit der Rune des Todes, um ihren Körper abzulegen. Und das ist natürlich ein extrem deutlicher Hinweis darauf, dass sie die Nacht der schwarzen Messer veranstaltet hat. Aber das kann man ja erst rausfinden, nachdem man Radis Quest so weit gebracht hat, wie wir es gemacht haben. Und bei der ersten Begegnung mit ihr, nicht bei der ersten, bei der zweiten Begegnung mit ihr, bei der ersten Begegnung in ihrem eigenen Turm, erzählt sie einem das ja auch einfach. Da sagt sie als Katja, ja, das war ich, ja, und? Müssen wir helfen, das noch weiter zu treiben? Oder ist die ist da ja komplett so, pff, ist mir doch egal. Try about it. So, ich nehme mal eben Loretta das Geschick mit. So viele Zauber, wo ich echt ein bisschen denke, so. Was zur Hölle mache ich denn hier eigentlich? Den hier nehme ich auch mal mit. So, es wird vielleicht auch erkennbar sein, was ich vorhabe. So, hier in den umgedrehten Turm rein. Weil was hier jetzt ja passiert, ist, dass da ja Präzeptor Miriam auftaucht.
Also das ist natürlich geil. So, ob das überhaupt was nützt? Hey, was war das? Der wird natürlich nur abgelenkt, aber darf trotzdem zu mir fliegen. Ist ja auch fies. Ja, jetzt ist er zumindest erstmal weg da. Steht irgendwo ganz da hinten und schießt trotzdem auf mich. Man sieht da das blaue Geschwür. Ich schieße noch ein bisschen Hände ab und so. Kein Bock, mich damit rumzuschlagen. Weil da auch noch die Geistersoldaten erscheinen und so. Das muss ja alles nicht sein. Kann auf Nummer sicher gehen. Doch, ich dachte, ich bin so schlau, weil ich hier die ewige Finsternis benutze, die ja Zauber ablenkt. Also hat man ja gesehen, der Pfeil ist da ja eingesaugt, aber er wird nicht eingesaugt, er fliegt und weil es aber ein zielsuchender Pfeil ist, hat er einfach die Kurve gedreht und ist wieder zu mir zurückgekommen. Also, ja, das nützt ja nichts. Also dann kann ich es auch lassen. Ne? Super. So, es gibt so viele Zauber, die sind so krass Nische. Und dann denkt man, man hat eine Nische gefunden, aber dann ist das Spiel so, nö, falsche Nische. Sorry. Mir ist ja auch diese diese Maske, die ich ja vorhin vorgelesen habe, die zu der Präzeptor passt. Ich meine, Miriam ist ja auch ein Präzeptor. Und hier werden ja die Geheimnisse gehütet von. Ja. Ist doch gerade ein Soldat. Ja. So, und tschüss. Das brauche ich mir nicht geben. Klarheit. Vergessen, was das ist. Also was man checken, dass hier niemand gerannt kommt. Was man von Miriam ja bekommt, ist ja auch der eine, das hier. Magischer Platzregen. Zauberei der königlichen Familie von Caria. Schafft eine magische Masse, weil Geschosse abgefeuert werden und so weiter. Aber da ist nichts Interessantes drin, außer dass es von Kristallianern ist. Aber das andere, was wir gerade bekommen haben, das war Klarheit, oder? Karianische Ritter sind durch nichts zu erschüttern. Wow. Lindert die Auswirkungen von Schlaf und Wahnsinn. Auch zu Nische. So, wenn ich jemals das Problem hätte, dass ich zu viel Wahnsinn abbekomme und muss aber dann wirklich aktiv was gegen machen, dann würde ich halt einfach Boli herstellen und nehmen, anstatt mich da irgendwie mit einem Zauber extra rumzuschlagen. Ja. Ja. Dann mal runter hier. Wird aufgesprungen irgendwo. Und auf geht's. Dass man hier einfach runterspringen kann, finde ich irgendwie witzig und interessant. Aber das ist, glaube ich, extra, dass diese Tür hier auf und zu geht, automatisch, sobald man auf den Hebel drückt, damit man keine Chance hat, das Ding hochfahren zu lassen, während man noch unten ist. Vielleicht, damit hier nicht extra ein Hebel gebaut werden muss. Was auch so finde ich so interessant, dass man hier ja auch sieht, hier ist ja auch wirklich ein großer Raum da oben. Also man kann ihn natürlich nicht gut erkennen, aber da stehen ja auch so Regale und so ein Kram an der Decke. Und da sind Stühle und sowas. Das heißt, hier ist so ein riesiger, runder. Ja, Rundgangraum, zu dem man halt nie normal hinkommt. Man kann nicht, wenn der Turm richtig rum ist, kommt man hier gar nicht hoch. Das ist einfach nicht möglich. Und der Fahrstuhl war ja schon runtergefahren. Das ist so ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich muss man hier rausgehen, dann muss der Turm umgedreht werden und dann geht man wieder rein. Aber das ist halt einfach nicht möglich, leider. Also engine-technisch nicht möglich. Man kann, wenn man hier einmal rausgegangen ist, nicht wieder zurück reinlaufen. Schade.
ist wirklich extrem cool, wie man hier rauskommt. Ich finde immer noch bescheuert, dass die Tür oben halbrund ist. Wenn sie einfach viereckig wäre, dann würde es nicht so extrem auffallen, wie komisch das ist. Und ich finde es schade, mir fehlt so ein bisschen dieses, dass man halt dann wieder reingeht, wenn der Turm wieder umgedreht ist oder so und dann oben geheim irgendwo hinkommt. Aber wie gerade gesagt, die Tür ist zu. Geht einfach nicht mehr. Einfach irgendwie blöd. Das hätte cooler sein können. Naja, ist so auch schon sehr cool, aber ich reg mich immer auf über alles. So, was ich jetzt auf jeden Fall mal wegmache, ist der ganze Quatsch hier. Jetzt überlege ich mal, kann man noch irgendwas Cooleres da wieder reinpacken? Ich hatte doch Astels Meteor. Meteorit von Astel. Warum nicht? Und was wir jetzt hier auch haben. Schlaftopf brauchen wir, weil, ja, ich meine, wir erinnern uns alle, was hier passiert. Super. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade. So, den wollte ich doch, ne? Also. Ich habe mich gerade angestellt, aber ich musste unbedingt meine Arzneimischung noch schnell trinken, während der schon auf dem Boden saß, anstatt dann draufzuschlagen, weil dann der Zeitpunkt dafür ist. Naja, ging ja alles nochmal gut. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich den Paradeschild nicht ausgerüstet gehabt hätte. Ich bin nicht gefühlt. Was hättet ihr dann erleben müssen? Ja, die Tür ist ja ganz hoch. Ist das immer so? Wahrscheinlich schon. Ja. Und das alles nur, weil später Fia für ihre Quest unbedingt will, dass man eben dieses Todesmal holt. Und wenn man das nicht macht, darf man nicht gegen Placidus, gegen Fortisax kämpfen. Und das ist ja schon einer von den Bossen mit dem Echo. Und aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, habe ich ja gesagt, ich will jetzt im zweiten Spielverlauf gegen jeden Echo-Boss nochmal kämpfen. Ist so halb sinnvoll, wenn ich drüber nachdenke. Aber so ist es manchmal eben einfach. Ne? Wir haben ja auch schon einen. Und ich glaube, der ist so der einzige, wo ich wirklich dran zweifle, ob es sinnvoll ist. So alle anderen so, ja. Und den kann man ja schon mal mitnehmen. Ist ein Spektakel. Vielleicht ist er im zweiten Spielverlauf ja cooler als im ersten. So, und hier haben wir Rannys Leiche. Und man sieht. Rote Haare. Sieht edlen Schmuck überall. Diese komische rote Brosche sieht auch aus, als wäre sie relevant. Liegt ja auch schon eine ganze Weile. Fluchmal des Todes. Ein in das Fleisch von Rani der Hexe geritztes Fluchmal, auch bekannt als die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers. Dieses Fluchmal wurde zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes erschaffen und hätte die Form eines Kreises annehmen sollen. Da aber zwei Halbgötter gleichzeitig starben, wurde das Fluchmal in zwei Hälften geteilt. Rani war die erste der Halbgötter, deren Fleisch verging. Beim Prinzen des Todes starb hingegen nur die Seele. Ja, das ist ja eigentlich alles deutlich erklärt. Wir wissen ja auch dann schon, wenn wir Fias Quest zu Ende machen und dann das komplette Fluchmal des Todes kriegen, das ist ja dann genau. Sind ja genau beide Hälften davon. Und es ergibt auch Sinn, dass sie das braucht, weil man muss ihr das ja bringen und das andere kriegt sie ja von Godwin tatsächlich selber. Dann, dadurch wird es halt vervollständigt.
Ja, lass mich ablenken. Wenn wir die Gargoyles machen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie mal sage, aber ich habe irgendwie Bock auf Gargoyles. Was schwärmen wir mal schnell los? So, hier darf ich jetzt einfach wieder durchreiten. Das ist ja egal. Irgendwo hier unten lang. Wow, der Moment-Palast da hinten ist ja auch krass. Von hier aus kann man Mikela bestimmt fast sehen. Nee, leider doch nicht. Müsste man aber, wenn es gerendert wäre. So, dann hier können wir ja durch das alte Aquädukt. Eigentlich ist es komplett in dem Spielverlauf komplett unnötig, die Gargoyles zu machen. Ich meine, es ist ja eh schon immer so ein bisschen. Wo? Hab ich ganz vergessen. Ist ja eh immer schon so ein bisschen fragwürdig, die zu machen, weil die einfach extrem nervig sind, aber. Okay, gut. Aber hier müssen wir ja eh in der Kanalisation auf jeden Fall runter zum Moog. Und da, ja. Da kommt man ja dann auch runter. Zum Tiefwurz. Aber, warum nicht? Jetzt mal schon mal hier. So, der Ritter wird nicht ausgelöst. Sehr gut. Okay. Dann haben wir hier Dies Bruder Die sitzen. Der nur jammert. Ah, Dari. Wir wissen ja schon, dass der andere Die, der gerade gestorben ist in der Tafel feste, dass der Darius heißt. Und er hier hieß Davon? Devlin? Naja. Theoretisch können wir ihn natürlich zu Hilfe beschwören. Aber so sind wir heute nicht drauf. Was ganz anderes machen zum Hilfe beschwören. Nämlich. Oh ja. Yeah. Warum habe ich denn jetzt vorher eigentlich Mana getrunken, um das dann zu machen? Naja, ja. Ich freue mich, dass sie da ist. Boah. Oder schon der zweite, das ging fix. Oh, jetzt macht sie ihr Blitzgewitter auch schon. Die ist so cool, die Frau. Boah, ich bin trotzdem zu blöd.
Das war cool, oder? Mit den Meteoriten. So machen die dann doch eher ein bisschen Spaß, die Jungs. 90.000 Runen mache ich den Quatsch auch gerne mal. So. Danke, Nefeli. War sehr toll. Immer gern. Ich meine, Gargos haben ja auch eine relativ dünne Lore und da haben wir auch schon drüber geredet. Finde ich aber. Ich meine, es ist einer der, meiner Meinung nach, der beschissensten Bosskämpfe im gesamten Spiel. Da gibt es wenig Entschuldigung für, weil die Gargos hier einfach miese Gegner sind. Die machen einfach wenig Spaß, weil das Moveset von denen unglaublich unübersichtlich ist und die Hitboxen sind ein bisschen schwierig. Aber die Anspielung von, hey, ein Bosskampf mit einem Gargoyle, oh, wir sind ein zweiter Gargoyle, das ist natürlich wichtig, das braucht man immer in Souls-Spielen. Seit Demon's Souls ist das relevant. Ich glaube, Bloodborne dürfte so fast das Einzige sein, was das nicht gemacht hat. Ah, ja, Sekiro wahrscheinlich auch nicht. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Da hast du nur zwei Affen. Ja. Affen und Gargoyles ist ja auch sehr ähnlich. Bitte keine Rückfragen. Eigentlich schade, dass man nicht sieht, wie der Charakter im Sarg liegt. In Dark Souls 1 gibt es ja auch so einen Sarg, mit dem man transportiert wird. Aber da sieht man dann quasi, der Charakter legt sich in den Sarg rein und dann sieht man quasi aus der Ego-Perspektive, wie man nach oben schaut in dem Sarg. Und dann kommt plötzlich so ein Skelett und schiebt den Deckel über ein. Das werden wir bestimmt auch irgendwann noch sehen, wenn ich hiernach dann ja Dark Souls 1 spiele. Aber das ist irgendwie eine sehr viel coolere Interaktion als, ich meine, das ist. Das ist okay. Ich finde es ein bisschen seltsam deswegen, weil es irgendwie so gefühlt keinen irgendwie anderen Fall gibt, wo sowas passiert. So dieses, der sagt, wird magisch irgendwie umtransportiert, ist so, ja, okay. Warum? So, wer hat das hier eingerichtet? Was ist das? Aber ja, gut. Witzigerweise andersrum geht es ja auch nicht. Wenn man hier von der anderen Seite kommt und in den Sarg reinsteigt, wird man nicht einfach in den Bosskampfraum der zwei Gargoyles geworfen. Würde einem eh nicht viel bringen, weil da geht dann ja nicht viel weiter. Aber es wäre schon sehr lustig, wenn es so wäre, oder? Also, wenn man da plötzlich mitten im Bossraum einfach so drin steht. So, hingesetzt hatte ich mich gerade erst. Ich will hier vorne noch den Avatar mal fix machen. So. Um des Geldes willen, habe ich gesagt, ne? Okay. Das war elegant. Das erste Mal ein Avatar problemlos gemacht. Ja, 30.000, na gut. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich dachte so, ah komm, vielleicht ist noch ein Level drin. Hier fällt mir jetzt auch noch was ein, weil dann geht es hier überhaupt drüber. Nee. Vorne war der Weg, oder? Hier fällt mir nämlich auch gerade noch was ein. In der Gegend. Hier ist ja eh diese seltsame Ameisenhöhle. Die machen wir jetzt nicht nochmal extra. Das ist es dann einfach nicht wert. Aber diese Ameisenhöhle hat ja schon ein, zwei interessante Dinge an sich. Das war auch nicht der Weg. Das war. Echt, nimm doch den anderen. Die Ameisenhöhle hat ja zum einen ganz viele von diesen riesigen Brutsackameisen, also die halt so ein, ja, einen Eiersack hinten an sich dran haben, die dann ja diese Numenrunen fallen lassen, wenn man sie tötet. Und es ist ja schon sehr so, ja, ist es nur, weil die einfach sehr große Runen sind und die Ameisen sollen halt auf jeden Fall was sehr Wertvolles fallen lassen? Oder haben die tatsächlich irgendwie mit den Numen auch zu tun?
Aber eigentlich viel interessanter ist, dass da, okay, genau bei der Höhle hier direkt über dem Kopf, oben eine Anrufung liegt. Und nicht nur irgendeine, sondern eine, über die wir, seit wir sie das erste Mal gefunden haben, nicht nochmal geredet haben, nämlich Eldensterne. Diese legendäre Anrufung ist die älteste des Erdenbaums. Erzeugt einen Schauer goldener Sternschnuppen, die das gesamte Gebiet überziehen. Angeblich entsandte der höhere Wille vor langer Zeit einen goldenen Stern mit einer Bestie in das Zwischenland. So entstand der Elden Ring. Und es ist damals so ein bisschen so beim Lesen gewesen, so, ja, okay, weiß ich jetzt nichts mit anzufangen. Aber jetzt, seitdem, haben wir ja das Elden Echo auch gefunden. Und vor allen Dingen gegen das Eldenbeast gekämpft, die Eldenbestie. So, die Eldenbestie war das Lehenstier des höheren Willens und die Inkarnation des Konzepts der Ordnung. Und das ist natürlich, ist das die Bestie, die hier in Eldensterne beschrieben ist. Und es ist ja nicht nur das, der Zusammenhang wird ja nochmal klarer, wenn man bedenkt, dass die Anrufung im Spiel genau einmal von jemandem benutzt wird, nämlich von der Eldenbestie. Was heißt einmal? Die kannst du mehrmals benutzen, aber die Eldenbestie ist die einzige. Das einzige Wesen im Spiel außer dem Spieler, die diese Anrufung benutzt. Und da entsteht so ein riesiger goldener Ball, der einen verfolgt. Und da fliegen die ganze Zeit Sternschuppen raus, die einen auch verfolgen. Das ist unglaublich nervig und anstrengend und eine richtig beschissene Attacke. Aber das liegt hier einfach rum. Und es ist natürlich so ein bisschen, was hat denn was soll das jetzt? Aber ich meine, man muss bedenken, wir sind hier. Das hier ist wahrscheinlich der Erdenbaum. Ja, okay, hier ist eigentlich eher der Erdenbaum. Ja, doch, ja, passt. Also, das hier sind so die Wurzeln davon. Klar kann das sein, dass alles davon hier Wurzeln vom Erdenbaum sind. Das hier vielleicht sogar auch noch. Könnte aber auch zu dem da gehören. Also, wir sind hier tief unten in Tiefwurz und bei den Wurzeln des Erdenbaums. Das heißt, dass die Anrufung hier liegt, ist wahrscheinlich, weil hier ursprünglich die Eldenbestie abgestürzt ist. Vom höheren Willen entsandt, aus dem Weltraum abgestürzt, als eine riesige außerirdische Lebensform. Aus der dann eben dieser gigantische Baum wuchert. Oder vielleicht nicht aus ihr, aber vielleicht ist sie sowas wie die Saat, aus der der Baum wuchert. Was natürlich dann auf die goldene Saat nochmal einen ganz neuen komischen Hinweis gibt oder ein ganz neues Licht drauf wirft. So, reden wir mal mit der. Die hier ist die einzige, glaube ich, die nicht von einem selbst die Finger lesen will. Die ist ja ganz verzweifelt, die Fingerleserin. Oh, Fürst Godwin. Solche Grausamkeit, solche Demütigung. Mein armes, süßes Fürstlein hätte einen wahren Tod sterben sollen. So wie der erste Halbgott starb, wie ein Märtyrer dem Schicksalstod erlag. Doch warum muss es solch eine Schande sein? Ein Spross des goldenen Zweigs, zum Leben im Tode verurteilt. Wie konnte so etwas nur passieren? Die bockt sich nicht für einen. Die ist verzweifelt wegen Godwin, der ja da vorne als Leiche liegt. Und das finde ich auch sehr interessant, dass die halt einfach irgendwie anders ist, weil diese Fingerleserinnen existieren ja eben am Ende doch nicht nur für uns. Okay, ja, die erzählt eigentlich nur das Gleiche nochmal. Ja, der ist halt, ja, einen echten Tod gestorben. Das ist natürlich eine Riesenschande. Das ist natürlich schlimm. Das muss ja nicht sein. Naja. So, Tiefwurz wird aus in Aktion. Das ist natürlich so ein. Was soll ich mich hier groß rummachen, ne? Also, ich reite da jetzt durch und dann. Leben uns. Ach Gott, den habe ich ganz vergessen. So, irgendwie hier hinten hoch. Einmal gegen die Gargoyles sterben, die da oben sitzen. Ist das gehört? Oh ja. Irgendwie. Denn ich. Da springen. Ja, ich glaube nicht, dass ich das riskieren sollte. Ich gehe mal hier an.
Wow, das ging fix, oder? Und hier geht's ja jetzt gegen die Champions. Und da ist Godwin, der Goldene. Das ist beeindruckend. Ich mag. Tiefwurz ist so ein seltsames Gebiet für mich. Ich finde es visuell so beunruhigend, wie sehr es nicht in den Rest von Elden Ring passt. Es hat so einen eigenen Style. Und es ist ja auch, ich meine, klar, wir haben hier diese ekelhafte lilane Suppe und überall dieses Todeswurzelzeug wegen Godwin. Und die Bäume werden hier schwarz und verrotten, aber sterben nicht. Das ist ja schon alles extrem einzigartig. Aber dann kommt dann auch dieser braune Himmel dazu. Und der braune Himmel hat ja gar nichts damit zu tun, dass Godwin hier ist. Der braune Himmel ist ja wahrscheinlich viel mehr, weil die Ruinen hier vor der Tür, die einfach als namenlose Stadt oder so bezeichnet werden, das ist ja wahrscheinlich die eine ewige Stadt, bei der Astel den Sternenhimmel gestohlen hat. Weil Nokron und Noxtella haben den Sternenhimmel noch. Aber hier, das ist anders. Das ist einfach nur abgestandene, eklige, braune Luft. Ich weiß nicht, was hier für irgendwelche Gase halt unterirdisch existieren, aber es sieht nicht gesund aus. Das ist ein absolut verfluchtes Gebiet. Fantastisch. Und es wird natürlich noch mal krasser, wenn wir dann hier gegen Fortisax noch mal kämpfen und dann sehen, wie der Himmel aussieht, wie so ein, keine Ahnung, Bild gemaltes. Reiten darf man hier nicht, oder? So, ganz da vorne muss hier Mofia sein. Oh, da fällt mir was Witziges ein gerade. So, ah, ich habe gerade kurz gedacht, ah, krass, ich beschwöre Nephelilu zur Hilfe, aber das geht ja gar nicht. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es das so leicht geht. Und stört mich nicht, aber ich habe es einfach nicht erwartet. Nicht unpraktisch. Oh. Ja. Wow, nicht du auch noch. Oh, ey. Mein Herz, das war gerade knapp. Gut. Ich könnte schon echt garstig werden. Ich erinnere mich auch im ersten Spielverlauf, war das gar nicht mal so leicht, ne? Irgendwas war da schwierig. Immer noch kein Level, ey. Wie viele Bosse muss man dann eigentlich hier töten, um mal ein Level zu kriegen, oder? Das ist ja voll krass. Oh, da vorne sitzt Fia für uns. Mal kurz Godwin anschauen. Er ist ja auch dieses Fischwesen, wie so ein Walfisch. Also ich finde immer noch, das ist sehr so ein. Der Körper lebt halt weiter, aber die Seele und der Geist nicht. Und dadurch nimmt halt wieder der Schmelztiegel überhand. Das ist so ein bisschen, was ich das Gefühl habe, was mit Godwin passiert. Dass der Schmelztiegel so ein bisschen wieder den Einfluss zurückgewinnt, weil die Seele und der Geist, oder wahrscheinlich am ehesten die Seele, habe ich das Gefühl, die vom Erdenbaum gesegnet ist, natürlich ihr eigenes Ding ist. Und wenn du die nicht hast, dann ist der Körper wieder sehr
dieses ganz Ursprüngliche. Und dann kommt wieder all das, was der Schmelztiegel eben verursacht, nämlich rasante Evolution in alle möglichen verschiedenen Richtungen. Vielleicht nicht mal rasant, wir wissen ja nicht, wie lange er hier liegt. Aber ich meine, das ist, was mit den Scheusalen passiert, mit den Malen passiert. Hier ist ja wahrscheinlich auch nicht umsonst hier oben in der Ecke Schmelztiegelritter Siluria. Wir haben ja nicht umsonst auch gerade zwei Schmelztiegelritter draußen gesehen. Das ist ja hier irgendwie auch relevant für die. Ich bin davon überzeugt, dass der Schmelztiegel auch ungefähr hier gewesen sein wird, wo der Baum ist. Ja, was heißt, ich bin davon überzeugt, das ist möglich. Aber dadurch, dass wir wissen, dass die Elbenbestie hier abgestürzt ist, vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls sieht es für mich einfach nach Evolution aus. Und ein Zweig der Evolution ist ja auch, dass man sich quasi, dass einfach Fischartiges wieder entsteht. Ich meine, Wale sind ja auch evolutionär aus einem Tier entstanden, was eigentlich dem Pferd ähnlich war. Also ist ja auch ein Tier, ist ja das Bekannte bei Walen, dass es sich erst zu einem Landtier entwickelt hat und danach wieder zurück zu einem Meerestier. Klar, Wale haben jetzt nicht unbedingt Schuppen, aber es ist gut möglich, dass die Schuppen hier genauso funktionieren. Die Scheusale kriegen ja auch schuppige Schwänze, da sind sie eher reptilienartig, aber die Schmelztiegelritter beschwören ja auch schuppige Schwänze und Flügel und Feuersäcke und Leute, so alles, was halt irgendwie bestienartig ist. Hörner vor allen Dingen auch. Und er hier ja auch. Also ich meine, bei ihm sieht man ja richtig die Nase. Also man, nicht, man sieht es richtig, aber wenn man es weiß, ist es natürlich ein bisschen zu erkennen. Die Nase ist halt auf der Stirn und eigentlich da vorne dieser kleine komische Nupsi, der Mund. Aber da liegen Haare drüber und es ist natürlich auch genau andersrum erkennbar. Also man könnte es genau andersrum interpretieren und wir wissen halt nur, weil das Modell halt so rum ist, dass der Körper so gedreht ist, dass die Stirn eigentlich die Nase ist und da dieser riesige komische korallenartige Kamm auf dem Kopf ist. Das ist ein seltsames Wesen, oder? Und das war mal der edelste und wahrscheinlich schönste aller Halbgötter. Das war ja dieser blonde Schönling, sieht man ja in der, im Intro. Man sieht nicht, wie er wirklich aussieht, aber man sieht, dass er halt sehr menschenartig war. Naja, reden wir mal mit Via. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Was ist euer Begehr? Wollt ihr uns und unsere Sitten vernichten? Die dogmatischen Ungeheuer der Goldenen Ordnung? Das habe ich ganz vergessen, dass sie das ja sagt. Dann ergibt ja auch Sinn, dass Fias Champions auftauchen. Die weiß ja nicht, auf wessen Seite wir stehen. Klar, nach allem, was sie weiß, sind wir auch gekommen, sie zu töten, genau wie die. Also, wir haben die ja auch gerade buchstäblich geholfen. So, nein, ich möchte, dass ihr mich haltet, natürlich. Ihr seid mir wirklich ein Rätsel. Sie nennen mich Scheusern und elende Hexe. Doch wollt ihr, dass ich euch halte? Ja. Sure. Ich habe gerade eine Zeile übersprungen, aber das ist ja auch egal. Haben wir alles schon gehört. Segen des Firmaments. Heimsprechen. Habt ihr je ein Weihezeichen gesehen? Als der erste Halbgott fiel, wurde sein Fleisch mit der Halbkreiswunde des Tausendfüßlers gebrandmarkt. Seitdem wurde Godwins Weihezeichen in der Tafel und Feste geborgen. Aber irgendwo gibt es noch ein weiteres Weihezeichen. Und ich muss es finden, bevor die Zeit gekommen ist, unseren Fürsten zu empfangen. Das ist interessant, dass sie sagt, dass es in der Tafelrundfeste geborgen ist. Ich habe ja vorhin gesagt, sie hat es wahrscheinlich von Godwin, aber nein, sie hat es irgendwo anders her. Es war in der Tafelrundfeste. Keiner weiß wo, aber es war dort, wo die letzten uns bekannten lebenden zwei Finger sind. Und deswegen war sie überhaupt erst in der Tafelrundfeste. Sie ist ja ein Feind der Tafelrundfeste, hat sie ja vorhin angekündigt. Wahrscheinlich hat sie das Weihezeichen da gefunden. Vielleicht bei die, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Das ist schwierig. Also, wir haben nicht wirklich jemanden. Roger hat ja auch damit zu tun, wir haben nicht wirklich jemanden in der Tafelrundfeste, wo nachvollziehbar wäre, dass das Weihezeichen bei dem ist. Der Feli vielleicht? Nee, eigentlich auch nicht. Das hätte sie erwähnt. Vielleicht war es in einem Keller oder so. Naja. So, mit geheim sprechen. So, genau, ja, das ist ja alles. Ach so, ich kann ja das Fluchmal jetzt endlich einfach geben, weil sie sucht ja das zweite. Das haben wir ja gerade von Ranis Körper geholt. Das ist das andere Weihezeichen. Wie habt ihr? Ich danke euch von Herzen. Hiermit kann Godwin seinen rechtmäßigen Platz als erster der Toten einnehmen. Und ein zweites und glorreiches Leben beginnen. Ihr seid meine, nein, unsere wahre Heldin. Und auch wenn ich euch nicht weiter zu Diensten sein kann, dürfte ich euch noch einmal halten, ganz fest und nur für einen Augenblick? Oh, jetzt hält sie uns sogar fester.
Siegendes Strahlen im Firmament. Bald werde ich mich zu Godwin legen. Und es wird sich in mir regen. Das neue Leben des goldenen Prinzen und erstem Opfer der Halbgötter. Als Rune derer, die im Tode leben. Ich bitte euch um eines. Nehmt dieses Kind, meine Rune, und besteigt den Thron. Setzt die Verfolgung all jener ein Ende, die im Tode leben. Werdet unsere Eldenfürstin. Das ist so interessant. Das neue Leben, was sie Godwin schenkt, ist ja wirklich die Rune. Es ist ja nicht Godwins Kind. Es ist anscheinend Godwin selber. Weil er in den wahren Tod sterben kann und kann dann wiedergeboren werden. Was auch ein bisschen fragwürdig ist, weil dadurch, dass er durch die Rune des Todes gestorben ist, ist es natürlich möglich, dass er gar nicht wiedergeboren werden kann. Aber es scheint ja zu sein, was Fia machen kann, dass sie den Leuten quasi dann dieses neue Leben gibt. Unabhängig davon, ob das durch den Erdenbaum passiert. Oh, das ist ein interessanter Aspekt. Die Leute werden ja durch den Erdenbaum neu geboren, weil unter dem Erdenbaum die Rune des Todes versiegelt wurde von Marika. Und also Maliketh hat die ja dann die ganze Zeit gehabt und deswegen sind Leute nicht endgültig gestorben. Aber das heißt nicht, dass der Erdenbaum das einzige ist, wodurch Leute wiedergeboren werden können. Es heißt nur, dass es einfach quasi garantiert ist unter dem Erdenbaum, dass die Leute immer wieder geboren werden. Ich meine, wir werden ja auch immer wieder geboren. Ja, okay, die Rune des Todes existiert ja wohl nicht und wir haben ja die goldene Gnade in uns. Aber es ist ja dann durchaus auch möglich, dass Fia diese Fähigkeit auch beherrscht, aber sie braucht halt ganz viel Lebensenergie von allen anderen dafür, um diese Fähigkeit zu nutzen, um dieses Wunder quasi zu bewirken, eine einzige Person wiederzubeleben. Und Fia selbst stirbt dabei auch. Und sie sollte das ja ursprünglich bei irgendwem Adeligen machen. Wir sehen ja im Intro dieses Bild, wie sie bei diesem verrotteten Adeligen sitzt und dann ihr die goldene Gnade erscheint und dann sie vertrieben wird. Und deswegen hat sie das halt jetzt nie gemacht, hat sie ja gerade auch erzählt, dass sie es einfach nie dann gemacht hat. Und jetzt hat sie das gleiche Ziel immer noch. Sie opfert sich dafür, dass jemand anders wiedergeboren werden kann. Das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was der Erdenbaum kann. Ich frage mich, ob der Erdenbaum durch die Leute Energie kriegt. Wie so ein Parasit. Die Leute sterben und dadurch kriegt der Erdenbaum Energie. Und dann lässt er sie wiederbeleben und vielleicht behält er einen Teil davon ein, vielleicht braucht das Wiederbeleben weniger Energie, als die Leute in sich haben, wenn sie erwachsen sind und sterben. Ja, war doch auch diese ganze Theorie, dass der Erdenbaum oder der höhere Wille sich durch das Leid der Menschen ernährt. Und ich finde das so eine schöne Theorie, aber ich weiß leider nicht, woher die kommt und ob es irgendeinen stichhaltigen Hinweis drauf gibt. Das ist Conjecture. Ich habe ja beim Ende Spielverlauf 1 ja auch drüber geredet, dass ich dachte irgendwie, dass da bei den Sachen im Ende des Spiels ein Hinweis drauf wäre, aber scheint es ja nicht zu sein. Vielleicht kommt im Ende der Flamme des Wahnsinns ein Hinweis drauf, weil die Flamme des Wahnsinns existiert ja nicht umsonst. Die scheint ja sehr zu sein, also die ist ja sehr so, wir wollen, dass alles verbrennt, weil dann alles gleich ist. Dann vielleicht wird da über das Leid geredet, was durch den höheren Willen verursacht wird. Naja. So, jetzt haben wir zwei kleine witzige Sachen vor uns. Zum einen haben wir vor uns, dass ich jetzt ja weiß, was ich im ersten Spielverlauf mich ja geirrt hatte, dass wir gegen Fortisax kämpfen können, ohne vorher Morgoth zu besiegen. Zum anderen haben wir diesen Teleporter. Und ich war so, ah, wir müssen hier ja überhaupt nicht hin, aber jetzt ist es so, hey, Moment mal, wir überspringen ja einen relativ anstrengenden großen Teil im Spiel durch diesen Teleporter. Hatte ich ganz vergessen. Und das ist ja auch das Schöne bei Elden Ring, wie offen das ist, wie optional alles ist. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Der erste wirklich verpflichtende Boss, wenn man das Spiel durchspielen will, ist Morgoth. Kein anderer Boss ist verpflichtend. Man muss Bosse machen, aber welche Bosse darf man sich so frei aussuchen? Weil jetzt sind wir einfach in Lendel. Und überspringen damit den drakonischen Baumwächter. Und auch diesen gesamten Weg, den man halt überhaupt reiten muss. Also die gesamte Strecke, um da hinzukommen, die ist ja auch ziemlich weit. Das haben wir uns alles einfach erspart. Hätten wir uns auch schon viel früher sparen können. Wir hätten ja eigentlich... Eigentlich muss man technisch nicht mal nach Altwurz, bevor man nach Lendel kommt. Man kann sich einfach... Man kann das gesamte Altwurz-Plateau ignorieren und sich direkt nach Lendel teleportieren lassen. Muss aber dafür natürlich Radahn starten. Und der einfachste Weg, Radahn zu starten, ist ja nach Altwurz zu kommen. Aber man kann es auch durch Ranis Questreihe starten. Just saying.
Aber was man braucht für den Teleporter sind zwei große Runen. Das heißt, man muss ja Radahn dann sowieso besiegen und dann muss man halt noch Renala oder Godric oder Rykard besiegen. Aber das ist ja auch sehr optional. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht in Laendel sein. Eigentlich voll lustig, dass man sich hier wirklich einfach nur so ein Stockwerk hoch teleportiert. Wir wollen ja eigentlich jetzt hier gucken, was bei Fia ist und uns Fortisax mal vornehmen. Der ja jetzt in der ganzen Geschichte auch nochmal super interessant ist, weil klar, wir haben durch das Ansehen von dem Ende von Fia haben wir natürlich extrem viel über sie und ihre Story und Godwin und so gelernt. Aber die ganze Fortisax-Sache ist ja auch immer noch so ein bisschen fragwürdig. So, wie oft muss ich mit ihr reden? Das ist das Komische. So, man muss Morgott nicht machen, aber irgendwie ist es trotzdem so, dann hält sie einen immer nur. Wie oft muss ich denn das machen, damit sie mich gehen lässt? Das heißt, das Abschied nehmen. Aber ich bin glücklich. Aus freien Stücken beschloss ich, mich zu Godwin zu legen und nicht zu den Überresten, die andere für mich auswählen. Und ich werde ein Kind unter dem Herzen tragen. Und es wird auch eure Wärme erben. Geboren als Gefährtin auf dem Sterbebett. Welchen größeren Segen könnte sich jemand wünschen? Ja, da ist relativ bestätigt, was ich vorhin spekuliert habe. So, es wird auch meine Wärme erben. Also es nimmt offensichtlich die Wärme von Leuten, ja. Und es ist interessant, dass Godwin jemand ist, den sie sich ausgesucht hat und sonst im Leben vor den Zwischenlanden, bevor die Führung der goldenen Gnade sie erfüllt hat, durfte sie sich das nicht aussuchen. Da musste sie wahrscheinlich einfach irgendwelche adeligen, wichtigen Leute wiederbeleben. Das ist ja schon blöd, wenn man quasi sich opfern muss, um jemanden wiederzubeleben. Boah, das ist Quatsch. Und dann darf man sich nicht mal aussuchen, wen. Das ist ja wie Zwangsheirat. Das ist ja nicht schön. Also. Genau, um Fortisax existiert dann ja noch dieses ganze. Ah ja, okay, jetzt schläft sie. Da existiert ja auch noch so ein bisschen dieses Ganze. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Wer ist Fortisax? Und natürlich ist, was Fortisax angeht, viel wichtiger der Drachenkult. Ich habe nicht mehr volles Leben. Der Drachenkult ist ja bei der Hauptstadt entstanden, nachdem die uralten Drachen einen Angriff auf Laendel versucht haben. Da ist ja auch noch der riesige Gransax, der gigantische Drache, liegt ja als Leiche in Laendel und ist da eigentlich so, dominiert da quasi so das gesamte Stadtbild. Und die Drachen haben wirklich Probleme für Laendel verursacht. Und dann hat Godwin, der gegen die Drachen gekämpft hat, sich mit Fortisax angefreundet. Fortisax, einem von dem Drachen. Und die Freundschaft hat dafür gesorgt, dass Frieden existiert. Und das ist so fantastisch, wie viel das passiert, weil dann der Drachen, als dann ist der Drachenkult entstanden und dann waren plötzlich Drachen Teil der Goldenen Ordnung. Dann war diese ganze Blitzanrufung und Quatsch, dieser uralten Blitze, alles, das war dann so, ja, das ist auch Teil der Goldenen Ordnung. Klar, Mann, ja. Dasselbe ist ja mit der Schimmersteinmagie passiert, als Radagon sich mit Renala eingelassen hat. Ich meine, er hat sie geheiratet und Godwin hat Fortisax wahrscheinlich nicht geheiratet. Ja, man weiß es nicht, aber bisher ist nur beschrieben, dass sie Freunde waren. Und Fortisax war dann einfach ein extrem guter Freund von Godwin. Und wir wissen nicht, ob Fortisax lebt oder tot ist, aber was wir ja jetzt haben, was jetzt ja passiert, ist, dass wir in diesen Traum eintreten können. Ja, berühren. In den Traum des Sterbebetts eintreten. Und da ist er. Lichtdrache Fortisax. Und es ist halt auch so ein. Was soll das denn heißen so? Warum ist der hier? Beschützt der auch Godwin? Digi. Oh Gott, hier ist ja gar kein Platz mehr. Ich bin hier an den Rand der Arena gerannt. Das war doof. So, mal kurz den Himmel anschauen. Der ist cool, oder? Wie so ein Albtraum.
Ja, super. Oh, ist genug davon. Das ist so schade. Der Kampf ist so episch. Die Musik ist so geil. Er ist so einzigartig. Aber er ist einfach so schwach. Boah, gibt er viel Ruhm. Aber ich meine, selbst im normalen Spielverlauf haben wir ja gesehen, der war ja verhältnismäßig. Ich meine, ich habe ihn dann mit Zaubern komplett gemacht. Aber verhältnismäßig ist er einfach schwach, weil man eigentlich immer schon viel zu weit ist, wenn man gegen ihn kämpft. Weil ich glaube, kaum jemand bekämpft Fortisax auf natürliche Weise, bevor er überhaupt nach Leyndell kommt. Die meisten werden das irgendwie verpassen. Tiefwurz ist ja eh schon so ein Ding, was viele gar nicht so schnell finden. Aber er ist halt ein epischer, einzigartiger Kampf. Und was natürlich wichtig ist, ist dieser Traum vom Sterbebett. Und der Himmel war ja auch so komisch verzerrt und so wie so mit so Farbflecken mit Wasser verlaufen. Ich meine, es ist der Lichtdrache. Licht ist ja auch quasi sowas wie ein untoter Magier. Es steht ja, also Lichs sind ja auch immer was, was sehr steht für dieses standardmäßig Untote, für die, die im Tode leben eben. So, ich hole mal kurz hier die Rune. Die Heilrune des Todesprinzen. Ja, ist tot. Die Heilrune des Todesprinzen, nur nochmal zur Erinnerung. Ich meine, gelesen, damit beschäftigt haben wir schon sehr viel, aber. Eine Rune, die in Fia herangereift ist, der Gefährten auf dem Sterbebett. Der Eldenfürst ist damit in der Lage, den zertrümmerten Eldenring wiederherzustellen. Wird aus den zwei Halbkreisen des Weihezeichens zusammengesetzt und macht das Prinzip des Lebens und Todes zum Teil der Ordnung. Die Goldene Ordnung wurde durch die Einschränkung des Schicksalstodes erschaffen. Folglich wird der Tod die neue Ordnung entscheidend prägen. Brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Was interessant ist, ist wie gesagt jetzt erstmal für uns Fortisax. Es ist, also wir schauen uns gleich auch nochmal in Ruhe so das Echo von ihm an und die Items, die wir bekommen von seinem Echo. Genau, wo haben wir es? Ah, hier. Echo des Lichtdrachen. Nachdem Godwin der Goldene zum Prinzen des Todes geworden war, kämpfte der alte Drache lange und erbittert gegen den inneren Tod seines Gefährten. Der Kampf fand keinen Sieger. Und beide Seiten siechten einfach dahin. Das ist sehr komisch, was das heißen soll. Das heißt, in Godwins Traum, der wahrscheinlich eher wie Träume bei Bloodborne zu behandeln sind, also so ein, es ist eher eine Paralleldimension. Es ist wirklich eine eigene Realität, in die wir ja auch jetzt rein konnten. Und wir sind ja über Fia da reingekommen, aber es ist ja der Traum von. Naja, es ist ja nicht unbedingt der Traum, also es hieß der Traum vom Sterbebett, aber da steht es ja einfach nur der innere Tod. Also vielleicht waren wir quasi einfach sowas wie im Geiste oder sowas von Godwin. Ich meine, Godwins Körper ist tot. Quatsch, Godwins Körper lebt, aber Godwins Seele ist tot. Aber sein Geist ist ja auch immer noch so. Ha? Und vielleicht hat der Lichtdrache versucht, seinen Freund zu helfen, indem er eben in ihm drin, in seinem Geiste lebt und versucht. Da steht jetzt, der kämpfte erbittert gegen den inneren Tod seines Gefährten. Das heißt ja aber nicht, dass es wirklich ein Kampf war, im klassischen Sinne, so wie wir gegen jetzt Fortisax gekämpft haben. Vielleicht war es eher so ein mit ihm reden und sowas, mit ihm verhandeln, mit ihm bitten und so weiter. Dieses Versuchen, ihn am Leben zu erhalten. Weil der innere Tod, das muss ja kein Wesen sein, ne? Also wer weiß, was das ist. Vielleicht finden wir irgendwas raus, aber. Und für mich ist es auch so ein bisschen. Ist Fortisax da auf eine magische Weise reingegangen, weil er ist der Lichtdrache? Hat er irgendwie auch eine Möglichkeit, über die Magie des Todes und sowas zu herrschen? Ja, okay, die reden jetzt hier das Standardding von: Oh, du hast zwei große Runen, wow, geh nach Leyndell, bau den Eldenring, das interessiert uns jetzt nicht. So. Eiskalt übersprungen. Kraft vom Echo erhalten, das wollen wir nämlich. Wir wollen nämlich gucken. Was kriegen wir? Fortisax blitzender Speer. Anrufung, die Macht der uralten Drachen Fortisax kanalisiert. Erzeugt zwei Speere aus roten Blitzen und rammt sie einen nach dem anderen von oben in den Boden. Das haben wir
kurz gesehen, das macht er ja selber auch. Vike kann das ja auch. Vike ist ja einer der besten, der mächtigsten Anhänger des Drachenkultes gewesen. So mächtig, dass Lanceax sich mit ihm ja auch wirklich angefreundet und ihn wirklich geliebt hat. Während des Drachenkrieges waren diese roten Doppelblitze das Wahrzeichen des uralten Drachen, der als der mächtigste von allen galt. Das ist ja auch so ein Ding, was man beachten muss. Das heißt nicht, dass sie das Wahrzeichen von Vortisax war. Jemand anderes. Hallo? Achso, ich kann nicht nach oben umschalten, weil ich den Zauber ausgewählt habe. Jemand anders. Der Uralte. Ja, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht Placidusax. Placidusax war in dem Krieg der Drachen aber wahrscheinlich nicht dabei. Aber Gransax hat ja auch ein ganz ähnliches Symbol. Diese komische Doppelhelix, die oben so ausgeflochten ist wie so ein Y, ist ja auch wie der Speer von Gransax zum Beispiel aussieht. Das ist ja das generell das Wahrzeichen der Urdrachen. Aber vielleicht war auch eben Fortisax gemeint. Und das ist natürlich auch noch viel interessanter. Todesgewitter, eine Anrufung, der ihr die Macht des uralten Drachen Fortisax kanalisiert, der heute durch den Tod verdorben ist. Entfesselt ein Todesgewitter in der Umgebung, belegt Gegner mit dem Tod, mit der Todespest, durch Aufladen oder die Dauer und so weiter. Angeblich waren goldene Blitze einst die Waffe von Godwin, der sich mit Fortisax anfreundete. Und das ist natürlich richtig interessant, weil das Todesgewitter sind ja goldene Blitze. Aber sie haben jetzt diese Todesmagie und das ist, weil Fortisax durch den Tod verdorben ist. Ich werfe die Theorie in den Raum, dass Fortisax eben als der Lichtdrache, der hieß vielleicht früher noch nicht Fortisax der Lichtdrache. Als Godwin gestorben ist, ist Fortisax, hat er irgendwie seinen Geist in den Geist von Godwin mit rein projiziert, ist in diesen Mind Palace von Godwin rein, falls der Geist von Godwin überhaupt existiert. Aber warum sollte er nicht? Wir haben keinen Hinweis darauf, dass er nicht existiert. Und hat dann dort eben dagegen versucht zu kämpfen, dass der Tod Godwin komplett holt, weil er sagt, Godwin ist zu wertvoll. Ich glaube, es war mehr eine Verzweiflungstat. Ich meine, Godwins Seele ist tot, da ist nicht mehr viel zu holen. Aber es gibt ja Wesen, die auch nur mit dem Geist gut leben. Ich meine, Rani ist ja so ein Kandidat, habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich glaube, Rani ist nur noch ihr Geist und nicht mehr ihr Körper und nicht mehr ihre Seele. Und vielleicht hat er eben daran festgehalten, weil Rani ist ja trotzdem auch noch eine eigentlich vollwertige Person, mehr oder weniger. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Das war ja dieser ewig aussichtslose Kampf. Und dann ist er halt irgendwann durch diesen Tod auch verdorben worden, weil der Tod in Goffin heranwuchert. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Tod, die Todespest selbst wirklich ein Wesen ist. Es wäre möglich, wäre interessant. Aber ich glaube das nicht. Ja, wie so ein Krebsgeschwür fast zu beachten, oder? Das ist eigentlich fast schade, dass Fortisax so ein bisschen unspektakulär untergeht. Der ist sehr der Pinwheel dieses Spiels. Man ist einfach viel zu stark, wenn man sich mit ihm anlegt. Wow. Das hat uns jetzt fast auf zwei Level. Also das hat uns jetzt fast zwei Level komplett gegeben. Richtig gut. Ja, nicht wirklich fast. Anderthalb. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Die müsste jetzt auch da sein. Der hat ja das Ziel, Fia zu töten, bevor sie das alles machen kann. Was so witzig eigentlich ist. Ich meine, er ist Fundamentalist, das heißt. Oh. Ha, Prinz des Todes. Seht gut her. Seht den Zorn der goldenen Ordnung, das Urteil der Ordnung, geschriebenen Blut. Das ist euer geliebten, aus eurer geliebten Hexe geworden. Nichts als fauliges Fleisch und Knochen. Das hier ist der wahre Tod, o Prinz. Seht euch die faulige Hure an. Ihr nutzloser Leib wird euch keine Kinder mehr schenken. Seht her, eure Mutter ist tot. Also. Ich meine, er ist stolz. Nochmal kurz der Hinweis: der silberne Anteil seiner Rüstung ist gerade relevant. Hier kommt eure Rache, elende Hexe. Und das gilt auch für euch, ihr Ghoul. Dies ist der Zorn von Dee. Also der silberne Anteil ist der, der gerade spricht. Darius ist ja tot. Und jetzt Davion. Darian. Steht es in seiner Rüstung dabei?
ich esse. Nein, steht es am Schwert dabei? Ich weiß nicht mehr, woher man das überhaupt weiß, dass der so heißt. Also ich weiß es ja offensichtlich nicht mal mehr, wie er heißt, aber so, das Schwert. Und es hat auch so ein ganz unscheinbares Aussehen. Sag mal, oder was? Das war ja auch keine ganz große Waffe, ne? Das ist frustrierend, oder? Ich bin so gefeuert. Vielleicht habe ich es ja auch gerade gar nicht, oder? Ich müsste es doch aber haben. Ja, hier, unzertrennlich Schwerter ist es doch. Sieht immer so anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Weil ich immer die Klinge vorne so sehr im Kopf habe. Naja. Ne, steht auch nicht dabei. Okay, wie dem auch sei. Also er ist ja, haben wir auch schon mal alles besprochen, aber klar, er hat es jetzt getötet in der Hoffnung, dass die Geburt nicht stattfindet, aber es ist ja viel zu spät schon. Und er ist ja so sehr ein Fundamentalist. Die Vorstellung, dass sich an der goldenen Ordnung was ändert, macht ihn wahnsinnig. So sehr, dass er Leute lieber tötet, anstatt das zuzulassen. Und das ist natürlich, ich finde, sehr vertretbar, dass die, die im Tode leben, akzeptiert werden unter der goldenen Ordnung und nicht gejagt und vernichtet werden, weil die können ja auch nichts dafür, ne? Das sind ja auch, ich will sagen, tun ja keinem was, aber die tun genauso sehr Leuten was, wie alle anderen Leuten was tun. Also die normalen Soldaten von Godric greifen ja auch auf der Straße einfach an. Weiß ich nicht, ob das jetzt so prinzipiell was ist, was die Zombies und Skelette ausmacht. Die Vorstellung, dass sich an der goldenen Ordnung aber sowas ändert, komplett unvorstellbar. Für die. Und wir haben gerade darüber geredet, die goldene Ordnung ist nicht in Stein gemeißelt. Die goldene Ordnung versucht, andere Dinge einfach zu umfassen und zu sagen, hey, ihr seid mächtig, ihr seid stark, ihr glaubt sehr an euer Zeug, wisst ihr was? Ja, komm, ist auch Teil der goldenen Ordnung. Ja, komm, Schimmersteinmagie, ja klar, Mann, das dient dem Erdenbaum. Kommt mit rein, ihr seid jetzt auch goldene Ordnung. Ist schon okay, und kein Bock, euch alle auszulöschen. Ich meine, Schimmersteinmagie ist halt auch kein Feuer. Und Blitze sind halt auch kein Feuer. Und das ist okay. Solange es kein Feuer ist, dürft ihr gerne alles mit rein. Das haben schon einige Religionen so auf der Welt gemacht, auch in der echten Geschichte der Erde. Ich meine, es gibt ja viele so Pantheon-Religionen, wie im alten Rom oder sowas, wo halt dann auch war, ey, ja, ihr habt eine Religion, wo es mehrere Götter gibt. Wisst ihr was? Die sind auch Teil vom Pantheon. Passt schon. Solange ihr sagt, ja, ist okay, es gibt halt viele davon, dann dürft ihr gerade hier mit auch einfach existieren. Ist schon fein. Ist uns völlig egal, ob ihr sagt, der heißt Zeus, oder ob ihr sagt, ja, ich folge aber Ra. Das ist halt auch einfach just some dude. Es ist auch irgendjemand Augengott. Ja, klar, Mann. Kommt mit rein. Ist ja auch ein bekanntes Ding. Und aufhören tut's dann ja eigentlich erst, wenn es um Glaubensrichtungen geht, die gegen die Grundsätze gehen. Und das ist hier eben in Elden Ring, ist das alles, was mit Feuer zu tun hat. Feuer steht so grundsätzlich gegen den Erdenbaum, dass jemand, der Feuer anbetet, nicht toleriert werden kann. Alles andere aber schon. Witzigerweise ist das sehr, was im alten Rom mit den Christen passiert ist, weil die ja sagen, aus unserem Gott gibt es keinen, was natürlich mit einer Pantheon-Religion jetzt nicht so gut mescht. Ist aber nicht der Punkt, aber es ist ein sehr guter Vergleich, finde ich, dafür, wie das ganze Prinzip dahinter. Und die ist ein Fundamentalist, der hält total an der Goldenen Ordnung fest und er versteht nicht. Er versteht nicht, was die Goldene Ordnung wirklich ist. Er versteht nicht, dass was Fia macht, prinzipiell gar nicht gegen die Goldene Ordnung ist. Was sie macht, kann damit vereinbar sein. Das ist, wenn wir Fias Ende spielen und den Elden Ring reparieren, können wir damit quasi eine neue goldene Ordnung erschaffen, die eigentlich nicht unterscheidbar ist von der bisherigen, außer dass die, die im Tode leben, akzeptiert werden. Und es ist, das finde ich richtig traurig und absurd, dass die das einfach nicht erkennt, aber mit ihm redet ja auch keiner. Also ich weiß nicht. Der hat ja auch ein schweres Schicksal hinter sich, was weiß ich. Und ich meine, wir können eh nie mit Leuten reden und denen Vernunft einbringen. Das ist irgendwie einfach was, was nicht drin ist als Charakter in Elden Ring. So, holen wir mal kurz, was hier liegt. Aha, aha. Stand doch bei seinem Schwert. Jetzt suche ich nochmal das Schwert raus. Ne, herzlichen Glückwunsch. So, da ist es.
Ein aus Silber und Gold geschmiedetes Schwert. Diese heilige Waffe ist für die Jagd auf jene, die im Tode leben, verursacht heilig Schaden. Die unzertrennlichen Zwillinge fanden Zuflucht bei der Goldenen Ordnung, die sie als einzige nicht wie verfluchte Scheusale behandelten. Und das ist so ein richtig, richtig typisches Bild, finde ich. Das ist eine Geschichte, die man auch im echten Leben viel zu oft erlebt. Die wurde von allen als Monster angesehen, weil sie Zwillinge sind. Die Zwillinge, die sich eine Seele teilen. Und alle haben es als ein Monster angesehen. Und die Goldene Ordnung war so, nee, weißt du was? Du bist zwar anders, aber du bist Teil der Goldenen Ordnung. Und dann fühlt er sich da aufgenommen und kann den ganzen Schutz genießen und wird deswegen Fundamentalist, weil er sagt, die Goldene Ordnung, das ist was Gutes, weil die haben mich aufgenommen. Und dann kann er das nicht anderen genauso gönnen. Er kann dann nicht akzeptieren, dass jemand wie Fia auch aufgenommen werden kann. Ich meine, Fia ist erklärter Feind der Tafelrundfeste, ja. Aber sind wir mal ehrlich, die Tafelrundfeste ist jetzt nicht unbedingt so sehr pro Goldene Ordnung, weil ich meine, was macht die Tafelrundfeste? Leute wie uns hervorbringen, die dann eben Erdenbombern sind. Also, ist, ja. Naja. Und bei aller Fairness, Fia ist ja nur Feind der Tafelrundfeste, weil die Goldene Ordnung Feind derer ist, die im Tode leben. Und es hätte eine Vereinigung geben können. Und witzigerweise war es schon wieder Godwin. Schon das zweite Mal ist Godwin derjenige, der quasi so eine Feindschaft beendet. Durch was anderes als Krieg. Ich überlege gerade, Godwin ist aber, hat mit Radagon aber nichts zu tun. Ich meine, die sehen sich ähnlich, aber die sind jetzt nicht direkt so nicht direkt verwandt, wie man halt nicht direkt verwandt sein kann, wenn man zu dieser Gottfamilie gehört. Also natürlich ist Radagon technisch gesehen Godwins Mutter, aber Godwin ist ja von Marika und Godfrey das Kind. Er zeichnet sich auch das hier eine Haarfarbe aus und Radagon ja auch. Und die sehen sich ja schon sehr ähnlich in den Bildern. Ah, interessant. Wie so ein Aspekt davon. Na gut, reden wir mal weiter. Ah, hallo. Die faulige Hexe ist tot. Sie kann die Goldene Ordnung nicht länger besudeln. Nun kann ich meinen Bruder Darian in die Augen sehen. Ey, oh, da sagt er es ja. Süße goldene Strahlen, nehmt euch meiner Seele an. Aber er sagt nicht, wie er selber heißt. Stell dich mir vor. Ah. So, dann setzen wir uns mal hin. Ja. Nochmal der ganze Spaß. Aber, das ist der wichtige Teil, keine Leiche. Er hat sie er hat die Rüstung und das Schwert abgelegt, aber er ist nicht tot. Er ist weg. Ich vermute, er hat sich umgebracht oder sowas. Vielleicht auch nicht. Ich meine, er war ja so verzweifelt und dann haben wir ihm die Rüstung gebracht und dann hat er es geschafft, wieder aufrecht zu laufen und so und sich selbst wahrzunehmen. Und vielleicht war das, was er gebraucht hat. Diese Heldentat, also die von ihm vermutete Heldentat, er denkt, er hat das alles hier jetzt quasi verhindert. Und das ist ihm genug, seinen eigenen Stolz als eigene Person zu haben und zu sagen, okay, jetzt kann ich Darian gegenübertreten. Aber, ich meine, Darian ist tot. Aber das weiß er ja nicht. Eine Rüstung aus Gold und Silber, verschlungen wie Zwillinge, die ein Schicksal teilen, stammt von dem als die bekannten Duo. Jeder Zwilling besitzt einen Körper und einen Verstand, aber sie teilen sich eine Seele. Nicht einmal stehen sie Seite an Seite. Nicht ein Wort sprechen sie zueinander. Vielleicht sehnt sich diese Rüstung nach dem anderen die. Wir wissen nicht, warum sie nicht Seite an Seite stehen. Warum sie kein Wort miteinander sprechen. Vielleicht brauchen sie die Seele, um sprechen zu können. Oder ohne mit nur einer halben Seele. Wir wissen nicht, ob jeder eine halbe Seele hat oder ob sie sich die Seele abwechseln. Dass immer nur einer dran ist, quasi. Es wirkte ja sehr, als wäre hier Davon. Als wäre der ohne, also er saß ja einfach nur so da zusammengekaut und erst als man ihm die Rüstung gegeben hat, war er ja dann aktiv.
Und vielleicht war, ist die Rüstung so ein bisschen das Zeichen von, der darf jetzt gerade die Seele führen. Und gleichzeitig hat er ja auch durch die Rüstung signalisiert, wer er ist, indem er sich so zurückgelehnt hat, damit der silberne Kopf der ist, der aufrecht steht. Eine traurige Geschichte. Aber das ist eben Elbring. Das ist nicht wirklich schade um die. Sehr unsympathischer Mensch. Sehr unsympathische Menschen, meine ich. Sorry. Was machen wir denn jetzt? Also ich meine, ich kann ja jetzt an Laendel, ne? Also wir können jetzt theoretisch Laendel machen, Morgott töten, weiter geht's. Feuerriesen töten. Das ist ja nicht, was wir wollen. Aber wir haben ja noch das Haus Vulkan. Und wir haben noch die ganze Einsel vor uns. Und das sind beides interessante, große Dinge. Zwar keine ganze Folge brauchen, aber die auch länger brauchen als 8 Minuten. Und deswegen sage ich jetzt mal ganz dreist, damit ziehen wir uns mal die Tafelrundfeste zurück und machen nichts. Ja, doch, das klingt für mich. Ah, wir gucken nochmal nach Roger. Was sagt Roger? Ah, es ist auch tot. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir es für heute. Das war dann doch wieder, jedes Mal, jede Woche wieder, oder? Merke ich dann am Ende so, war ja doch voll interessant. Naja, war natürlich sehr viel auch einfach nur alten Kram nochmal wiederholt, aber es ist eine interessante Geschichte und wir haben neue Aspekte, oder ich habe neue Aspekte erfasst. Keine Ahnung, Sachen aus dem Hintern gezogen. Aber das ist egal. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund, haltet an euch und tschüss.